Hallo zusammen! Wir machen heute Regen und gucken einmal, wie die einzelnen Regentropfen aus den Wolken fallen. Dafür brauchen wir ein Glas mit Wasser gefüllt, Rasierschaum, etwas Lebensmittelfarbe und eine Pipette. Auf das Glas mit dem Wasser geben wir jetzt eine ganz dünne Schicht von dem Rasierschaum. Und darauf geben wir jetzt mit unserer Pipette die Lebensmittelfarbe. Wie wir sehen, fallen die einzelnen Tropfen der Lebensmittelfarbe wie Regen aus den Wolken heraus und gehen in das Wasser über, das sich nun blau gefärbt hat. Doch warum ist das so? In unserem Experiment stellt das Wasser in dem Glas quasi Luft in unsere Atmosphäre dar und unsere Wolken, die ja aus Wasserdampf bestehen, das ist der Rasierschaum hier oben. Und unsere Lebensmittelfarbe kennzeichnet die einzelnen Wassertropfen. Das Wasser in den Wolken wird immer schwerer, sodass sich Tropfen bilden. Und diese lässt die Schwerkraft dann als Regen auf die Erde niederregnen. Dies zeigt sich bei uns in der Lebensmittelfarbe, die quasi als Wassertropfen durch den Wasserdampf hindurch auf die Erde tropft. Und sich hier unten jetzt am Glas absetzt. Wir sehen, dass es hier unten etwas blauer ist. Und wie genau der Regen immer auf unsere Erde fällt, das ist natürlich abhängig von den verschiedenen Typen der Wolken, die es gibt und wie sich diese verändern, wenn es zum Beispiel windig oder stürmisch wird. Das Grundprinzip bleibt aber eigentlich immer dasselbe. Viel Spaß beim Experimentieren und beim Beobachten!